Ja, welche Vorteile hatten die hansischen Kaufleute durch ihre Privilegien gegenüber ihren Konkurrenten? Das ist zurzeit noch schwierig zu beantworten, da die vergleichende Betrachtung der unterschiedlichen Rechte, die unterschiedliche Kaufleutegruppen in verschiedenen Städten hatten, noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Aber von dem, was wir eingangs schon erörtert haben, dass nämlich der Zusammenschluss der niederdeutschen Kaufleute aus verschiedenen Städten und Regionen dazu führte, dass sie eben sehr viele Waren abnehmen konnten und sehr viele Waren bringen konnten, haben ihnen eben einen Einfluss verschafft in ihren Gastländern, den sie dann ummünzen konnte in bestimmte Bevorrechtigungen gegenüber ihren Konkurrenten. Das kann man sehr schön sehen, zum Beispiel in Brügge, in Flandern, damals der wohl wichtigste Handelsplatz im nördlichen Europa, wo die hansischen Kaufleute im Jahre 1360 Privilegien bekamen, die die Rechte aller anderen Kaufleutegruppen weit überschritten. Das ging so weit, dass sich die Wirte, also praktisch die Gastgeber der hansischen Kaufleute, verpflichten mussten, für die Schulden einzutreten, die jemand bei den hansischen Kaufleuten hatte. Es gab andere Rechte, die dann darauf zielten, dass die Hansen die Erlaubnis erhielten, ihre Schiffe bei Tag und Nacht zu entladen, was den anderen grundsätzlich verboten war. Und was er auch ein bisschen zeigt, welcher Druck damals schon hinter den Kaufleuten stand, dass sie eben versuchen mussten, um jeden Preis oder um fast jeden Preis eben als schnellster auf dem Markt zu sein und ihre Waren loszuschlagen. Oder eben Vergünstigungen, was die Behandlung vor Gericht anging, dass zum Beispiel die Älterleute des Kontors in Brügge bei den Gerichtsverhandlungen, die gegen hansische Kaufleute angestrengt wurden, eben mit beisitzen durften.